Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Heute geht es, wie der Titel des Videos schon sagt, um Guidos neue Show, und zwar Guidos Deko Queen. Ich als Wohnprinz habe mir die Show natürlich angeguckt, und was ich so darüber denke, darum soll es hier heute in dem Video gehen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zur Show denkt, und eure Meinung dazu bitte runter in die Kommentare. Ja, ich selbst hatte ja auch eine Einrichtungsshow, und zwar Zimmerhelden auf Sat 1. Da haben sich 5 Kandidaten an 5 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils ein Zimmer umdekoriert. Der Kandidat, Bewohner, konnte also den anderen 4 sagen, hey, so und so soll's werden, das und das dürft ihr machen, das auf gar keinen Fall. Der Rest war offen, es gab 500 Euro Budget, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Und da kommen wir schon zu Unterschieden, die ich richtig gut finde. Bei Guidos Deko Queen haben die beiden Kandidatinnen, denn da sind es nur 2, die treten gegeneinander an, haben pro Nase 2500 Euro Budget, die sie einsetzen können, um ihr Zimmer umzudekorieren. Guido gibt das Thema vor, heute war es der Einrichtungsstil Hügge, es sollte alles ganz hügelig sein. Und ich bin nicht so der große Fan vom Hügge-Style, ist sehr skandinavisch, ganz gemütlich, viele natürliche Töne, sich zu Hause einmurmeln, so, das ist der Hügge-Style. Und dann gab es noch ein Einrichtungsobjekt, ich meine, es war ein Elektroofen, da hat Guido gesagt, den müsst ihr mit einbauen. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, weil ich nicht so der Fan davon bin. Aber beide haben es ganz gut gemacht. Und wenn ich von den beiden spreche, dann meine ich natürlich die beiden Kandidatinnen Marlene und Linda. Marlene, die einen sehr verrückten, bunten, eklektischen Stil hat. Und Linda ist die ältere von den beiden, die sehr schlicht und ich würde sagen, es ist schon fast monochrom. Ne? Viel Weiß, schwarze Akzente, Silber habe ich auch gesehen. Fand beide Einrichtungsstile sehr cool. Dann ging das Ganze auch schon los. Ich würde euch super gerne Content einblenden, weiß aber gar nicht so recht, darf ich das oder darf ich das nicht? Andere YouTuber machen das, aber ich bin nicht andere YouTuber und werde da auf jeden Fall mal erfragen, in welcher Form ich das darf. Ansonsten verlinke ich euch die erste Folge unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall rein und guckt es euch an. Und dann könnt ihr ja nochmal wiederkommen und eure Meinung dann hier unter das Video posten. Kommen wir zur Marlene. Marlene hat eine so krass eingerichtete Wohnung. Die Tür ging auf, alles war sehr bunt. Was ich mega fand, waren die Neonlichter, die überall zu sehen waren. Also so Neon-Signs. Sehr, sehr cool. Holger, mein Schatz, war ständig begeistert von den Tapeten, die sie verwendet hat. Fand ich auch. Also das finde ich sehr, sehr cool. Sie hat Muster mit Farben und die diversesten Strukturen miteinander gemixt. Also das war ein riesengroßes Potpourri, das aber irgendwie auch zu ihr passte. Im Schlafzimmer von ihr, denn das war der Raum, der umdekoriert werden musste, war ich sehr gespannt bzw. überrascht, dass das Schlafzimmer gar nicht so zu dem Rest der Wohnung passte, weil ich den Rest so in ihrem eigenen Stil perfekt fand, während ich das Schlafzimmer eher so als, ja, man erkennt ihren Stil, aber es war nicht so komplett. Bei Linda fand ich das Schlafzimmer vorher schon gut. Das war stimmig und rund, das passte zu ihr und dann ging es halt los. Marlene hat das Bett umgestellt, das kam von der Ziegelwand, die ich nicht so cool fand, weil man gesehen hat, dass das Platten waren, beziehungsweise sah es für mich so aus, als seien das Platten gewesen. Sie hat dann das Bett, weil das war die Akzentwand quasi, die Ziegelwand, hat das Bett dann von der Wand zur anderen gestellt. Sie hat sich auch ein anderes Bett gekauft. Das wiederum hat Linda auch gemacht und Linda hat das Bett von der geraden Wand in die Ecke gestellt. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. War für mich total spannend, das zuzugucken. Ich habe mich da total in meine Zeit zu Zimmerhelden zurückversetzt gefühlt, weil ich da ja auch wie Guido saß und meine Kandidaten quasi kommentiert und bewertet habe. Was ich bei Guido gut finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass es nur 2 Kandidatinnen sind. Man hat viel mehr Möglichkeiten, auf die beiden einzugehen und muss nicht wirklich auf jeden Kandidaten achten und genau gucken, was machen die, weil ich musste ja jeden Kandidaten bei Zimmerhelden bewerten. Was macht er? Wie ist das von der Umsetzung her? Kreativität und Einsatz, das habe ich bewertet. Ne? Und natürlich auch das Endergebnis. Das finde ich gut, dass es bei Guido nicht der Fall ist, sondern Guido hat nur 2 Kandidatinnen. Man kann viel mehr darauf eingehen, was da gemacht wird, hat viel mehr Möglichkeiten, sich das anzuschauen und zu bewerten. Und liebe Guido, wollte ich gerade sagen, lieber Guido, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich durfte meine Sendung, Zimmerhelden übrigens, auf dem Stuhl moderieren und kommentieren, auf dem auch du schon für Shopping Queen gesessen hast. Ich habe in der Maske bzw. in dem Aufenthaltsraum war eine große Pinnwand, wo eine Karte von dir hing und das du da auch gedreht hast. Also das war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das hat mir super viel Spaß gemacht.
Und ich glaube einfach, wir waren mit Zimmerhelden zu früh. Das war vor 2 Jahren. Jetzt, 2 Jahre später, kommst du mit Guidos Deko Queen. Und ich hoffe, dass die Zeit reif ist und dass du es schaffst, endlich wieder das Thema Einrichten und Dekorieren ins Fernsehen zurückzubringen. Ich bin sowas von ready und habe so Bock drauf, auf dieses Thema auch da wieder weiterzumachen. Und habt ihr ja auch schon einiges gemacht, war in der Jury von Deko2Go, da durften auch Kandidaten gegeneinander antreten im WDR oder wie gesagt jetzt bei Zimmerhelden 2018 im Frühjahr bei Sat.1. Ich hatte total Spaß und hatte auch jetzt mit deiner Sendung total Spaß und finde, dass, jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der beiden Zimmer, ich finde, Marlenes Zimmer war besser als vorher. Lindas Zimmer war vorher als nach war vorher besser als nachher. Ist natürlich nur mein eigener Geschmack, ne? Ich fand es ein bisschen schade, dass das Zimmer bei Linda am Ende so es wirkte fast leer, oder? Also es hat an Gemütlichkeit verloren. Genau das Gegenteil erwartet Hüge. Hüge muss absolute Gemütlichkeit bringen. Bei Marlene im Schlafzimmer muss ich sagen, die Idee mit den Vorhängen fand ich super. Allerdings fand ich es nicht so gut, dass die Vorhänge über dem Boden schwebten. So um die 10 cm, glaube ich mich daran zu erinnern. Ich kann das natürlich nicht ganz genau sagen, wie viele Zentimeter es waren. Aber für mich schwebte der Vorhang zu weit über dem Boden. Das hat mir nicht gefallen, dass die Lampen, die an der Ziegelwand waren, dass diese Glühbirnen an der Wand gegenlehnten. Das war auch nicht so meins. Ich finde eine Lampe, eine Hängelampe, die sollte hängen und darf da nicht irgendwie gegenkommen. Dann fand ich... Und das ist so ein Fehler. Bitte, bitte, nehmt das nicht als Vorbild. Das ist so ein, das machen Influencer, ich mache das auch teilweise, für Fotos, so dieser Fake-Influencer-Style. Das sieht auf dem Foto ganz nett aus, hat für mich aber in dem Video überhaupt, also in der TV-Show, überhaupt nicht funktioniert. Welcher Mensch legt sich einen Korb auf den Boden, in dem Decken und Kissen liegen, auf die du dann noch eine Lichterkette legst? Und dann auch noch Kerzen. Also das macht für mich absolut keinen Sinn. Das ist typisch Instagram-Fail. Also für mich ein Einrichtungs-Fail. Das funktioniert nicht im wahren Leben. Das ist einfach nur nett auf Fotos anzusehen. Und auch im Bewegtbild hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz finde ich aber, dass sie das Thema Hüge viel, viel besser umgesetzt hat. Und ich das da definitiv auch gut erkennen konnte. Schöne natürliche Töne. Ich hätte vielleicht keine so hellen Vorhänge genommen, sondern dann doch eher vielleicht was ins Gräsch, also grau-beige oder wärmere sandfarbene Vorhänge. Die hätte ich noch gewählt, um das Ganze so ein bisschen runder zu machen. Mich als Zuschauer hat dann am Ende noch interessiert, nach welchen Kriterien hat Guido eigentlich bewertet? Das hat mir als Zuschauer so ein bisschen gefehlt. Guido, wonach bewertest du? Hast du für dich feste Kriterien, nach denen du auch selbst schaust, was die Kandidaten da machen und nach denen du dann auch bewertest? Oder machst du das einfach komplett frei? Für mich als Zuschauer wäre das ein Punkt, um das einfach ein bisschen mehr zu verstehen, wonach du bewertest. Was ich gut finde, und das haben auch wir ja bei Zimmerhelden gemacht, Infotainment. Also nicht nur Unterhaltung, sondern auch, dass der Zuschauer was lernt. Das hat da auch stattgefunden. Ich hätte mir das ein bisschen mehr gewünscht, dass man, wenn man sagt, hier, guck mal da, das ist übrigens ein Fehler, den machen viele, weil wir wollen ja inspiriert werden als Zuschauer. Ich rede jetzt gerade aus der Zuschauersicht. Wenn ich solche Sendungen gucke, möchte ich inspiriert werden und auch was lernen. Wenn ich sehe, dass da was falsch gemacht wird und das wird kommentiert, so, das ist aber nicht so gut, dann erwarte ich als Zuschauer, dass dann von Experten eben Tipps kommen, die dann gesagt haben, hey, so nicht, mach es lieber so und so, gerade Kanten beim Malen zum Beispiel, lieber mit Maleracryl nochmal bei der abgeklebten Kante rübergehen, kurz warten und dann streichen, weil wenn du dann das Malerkrepp abziehst, sind die Kanten sowas von scharf. Also solche Sachen zum Beispiel, die würde ich mir mehr wünschen in Zukunft. Ich bin jetzt natürlich gespannt, was du zur Show sagst, wie sie dir gefallen hat und wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann hast du den Link unten bei mir in der Infobox, schaust dir an und komm gerne wieder und kommentiere, wie du es gefunden hast. Ich bin ja gespannt auf weitere Folgen, freue mich drauf und ich habe jetzt auch selber wieder total Bock zu sehen, wie Kandidaten gegeneinander antreten und das zu bewerten und zu kommentieren und ach schön. Guido, ich freue mich total und bin auch sehr, sehr glücklich, dass du das Thema Einrichten und Dekorieren wieder zurück ins Fernsehen holst und hoffe wirklich sehr, dass es funktioniert. Wir waren, wie gesagt, für mich gefühlt 2 Jahre zu früh mit Zimmerhelden. Bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt mit dem Thema und freue mich auf weitere Folgen. Bis dann, ich freue mich auf euren Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt und lese mir jetzt eure Kommentare durch. Ciao, ciao!